Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles Isle of Scepter. Und hier kommen schon wieder die ganzen Tentakel aus dem Himmel und hauen hier irgendwelche komischen Fluten in die Gegend. Aber zumindest hier nicht in der Gegend. Sieht schon ziemlich fies aus mit den Tentakeln. Aber gut, es hat ja auch niemand gesagt, dass Tentakel was Nettes sind. Also gerade in Animes sind Tentakel meistens etwas zwielichtig. Nein, ich sag jetzt nicht, zu welchen Animes ich da jetzt gerade meine Gedanken verirren. Das könnt ihr euch selber denken. Wir wollen jetzt erstmal wieder in Richtung Mitte der Karte. Ich möchte gerne mal in der Nähe vom Turm gucken, ob ich da irgendwas abgreifen, entdecken, anschauen etc. kann. Wenn jetzt gerade mal kein Sturm ist, das müssen wir ausnutzen. Ich gehe jetzt hier einfach mal den ganzen Fluss entlang. Ich meine, der bietet uns ja doch einige Bewegungsmöglichkeiten. Und glücklicherweise kommen wir hier auch an einigen Viechern vorbei, die wir dann ganz gut ignorieren können. Weil die halt hier irgendwie eh schon fressen oder nicht schnell genug sind und so weiter und so fort. Also, das passt schon. Außerdem sind wir ja schon in Übung darin, irgendwelche Kokos entweder abzuschlachten oder wegzuignorieren. Dumm, die dumm. Aber man muss ja mal sagen, der Wald ist echt hübsch. Also ich finde den sehr schick. Der gefällt mir wirklich gut. So ein Biom auf der Vanillakarte wäre natürlich auch geil, aber ich fürchte, das wird jetzt hier Scepter vorbehalten sein. Huch Gott, wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Sehr viele. Aber zumindest sind jetzt hier nicht noch mehr von diesen komischen Bären... was auch immer Viechern aufgetaucht. Insofern können wir uns hier ja in der Gegend auch mal ein bisschen weniger gestresst bewegen. Aber diese großen Dinger, wo man nicht sicher sein kann, ob das nicht irgendwie eine Art von Werwolf oder so ist, die sahen ja schon ein bisschen unfreundlich aus. In der letzten Folge habe ich die entdeckt. Seitdem halte ich ein bisschen Ausschau in der Hoffnung, dass mich hier nichts tötet. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ja, hier aufwärts. Mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Abzweigung finden, dass wir in die Mitte kommen. Aber es ist eh faszinierend, dass in einem ja, eher nördlich wirkenden Nadelwald jetzt hier noch irgendwelche Krokus an den Stränden rumgurken. Das ist echt so, okay, wenn ihr meint. Ah, vielleicht kommen wir hier hoch. Warte mal. Hey, Alter. Was bist denn du für ein komisches Kroko? Ha? Niemand mag dich. Niemand. So, Lüvi, hast du mal... Wo warst denn du schon wieder? Ha? Hast du irgendwelchen Scheiß gemacht? Ich guck mal hier hoch. Das hier sieht so gut aus wie so eine Rampe. Ich würde mal wetten, da kommen wir jetzt irgendwo hin hoch. Wo es hoffentlich interessant und cool ist. Also wenn da jetzt hier irgendwie so ein Leuchteraugenviech wäre, wäre das ein bisschen gemein. Aber dann müssen wir halt wieder Fersengeld geben. Darin sind wir ja gut. Im Wegreiten bin ich inzwischen echt geübt. Also ich glaube, das ist was, was man bei dieser Karte nicht oft genug tun kann, wenn es zu viele Gegner werden, einfach abhauen. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Conan Exiles Vanilla auch oft genug gemacht, aber hier ist es halt wirklich sehr, sehr häufig. Leck. Oh, guck mal hier, voll das Riesententakel. Das ist schon ziemlich eklig. Britzel? Wow, das ist hier direkt um die Ecke. Wow. Okay, ich bin dann mal weg. Dafür haben wir jetzt wieder hier einen hübschen See entdeckt. Mit noch mehr Varanen. Die auch so ein bisschen aggro sind. Oh, warum habe ich das Wahrsagerhöhlen? Oh wei, und hier sind schon wieder von diesen blöden Untoten welche. Alter, gibt es denn die hier... Die interessanten Gegenden gibt es irgendwie nicht ohne Untote. Ist so ein bisschen unerfreulich. Ich hoffe nur, wir kommen jetzt hier auch wieder weg. Ohne, dass sich mein armes Pferd hier irgendwie die Haxen bricht. Das wäre jetzt ein bisschen unerfreulich. Komm, Löwi, geh mal hier lang. Löwi! Mitkommen, nicht kämpfen. Oh Mann. Dem Viech beizubiegen, dass es hier nicht mit jedem Scheißviech kämpfen soll, das ist natürlich auch nicht so leicht. So, wo sind wir denn jetzt genau hier? Wir sind hier oben. Okay. Ah! Nein, da wollen wir nicht runter.
Was bist du jetzt hier? Oh, das ist wieder so ein Dingsschwinger. Alter, das ist wieder so ein fieser Möp. Oh, wei. Eieiei. Oh, der haut aber richtig gut rein. Yes, ist mal hier. Komm, Löwi, mach ihn platt. Ah. Ich glaube, da muss ich ihm mal ein bisschen helfen. Sonst gibt es hier ein bisschen arg viel Schmerzen. So, einer weniger. Der natürlich wieder nichts Gescheites dabei hat. Ja, immer dasselbe. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, warum muss ich eigentlich auf Mobs einprügeln, die kein Loot mit dabei haben? Und dann sind es auch noch so heftige Viecher. Also das ist schon so ein bisschen fies. Das könnte man ehrlich etwas anders regeln. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn dabei? Findet ihr solche Begegnungen wertig? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr dann irgendwas geschafft habt, wenn ihr auf einen Mob rumprügelt, der dann noch nicht mal Loot dabei hat und es sind dann auch noch Mobs, die wirklich gut zulangen? Also das ist so... Bei sowas fühle ich mich dann immer ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Oh, noch mehr Tentakel. Voll viel Tentakel. Oh, oh. Bitte nicht hier. Doch. Direkt hinter uns. Also der verteilt jetzt hier gerade richtig heftig irgendwelche fiesen Sachen. Boah, gibt's hier irgendwo noch einen Weg runter? Wo ich nicht nochmal an den komischen Viechern hier vorbei muss? Ich fürchte nicht. Oh, das sieht echt nicht gut aus hier. Eieiei. Okay. Schon wieder irgendein Kampf? Kann doch nicht sein. Hier waren noch gar keine Viecher. Shit. Alter. Aber da drüben geht's offensichtlich runter. Das heißt, wir müssen hier einmal um dieses Dings rum. Also um diesen Felsen. Irgendwas scheint hier zu sein. Vielleicht hier oben drauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich hier so ein bisschen sowas Kampfmusik-ähnliches. Aber hier geht's runter. Das ist... Oh, das ist schon mal sehr schön. Wunderbar. Ja, komm, Pferdchen. Hoppala. So, das ist doch schon mal gut hier. Ach, schon wieder. Also der setzt jetzt hier aber auch ganz schön Fluten raus, du. Also offensichtlich hat er gerade ein bisschen Überdruck, den er loswerden möchte. Huch. Ich sag dazu jetzt nichts. Weil das wäre in der Begleitung mit meinen Bemerkungen zu Tentakeln wahrscheinlich ein bisschen zweideutig. Und ich habe trotzdem jetzt alle dran gedacht. Nein, ich mache jetzt keine Tentakelwitze mehr. Wir werden jetzt einfach aus diesem Wald hier rausreiten, in der Hoffnung, dass wir nicht irgendwelchen weiteren fiesen Viechern begegnen. Und der Löwi auch immer brav mitkommt, denn der soll ja noch ein bisschen leveln. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier mittig in der Karte irgendwas Gutes finden. What the fuck? Au! Scheiße, was bist denn du für ein Viech? Okay, oh fuck. Hauen wir mal drauf. Der hält aber nicht viel aus, irgendwie. Komm mal, Junge. Zack. Das ist ja so ein Wolfsviech irgendwie, ne? Wow. Alter Schwede, und was bist du? Na toll. Der hat auch nichts dabei, irgendwie. Kann ich da irgendwas schlachten? Schattenblüte? Okay. Also mit Schattenblüte konnte man früher zumindest Tiere verändern. So, warte mal. Ich mach mal ein bisschen Licht hier, damit wir das hier angucken können. Oh, hier ist noch eine Truhe. Cool. Mit Goldbarren und Silberbarren drin. Ah. Okay. Also offensichtlich ist das jetzt das Zuhause von diesem Wolfsviech gewesen, das unglaublich schnell tot war. Ha. Schade drum. Also ich hätte jetzt hier ehrlich gesagt lieber statt den Goldbarren oder so ein bisschen einen Story-Schnipsel gehabt, um ja irgendwas darüber zu lernen, warum der so ist, der Wolf. Schade drum. Gucken wir mal, wo ist das denn hier? Damit ihr es selber auch findet, ist es hier in der Nähe von diesem Gebäude da, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Aber hier könnt ihr ihn finden, den Jorgenshain. Das ist im Planquadrat L8. Nee, Quatsch. L10 hier. Also das solltet ihr dann auch finden können. Gut, machen wir das Licht aus, wieder aufs Pferd drauf und weiter geht's.
Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier. Der Gute. Jorgan. Tut mir leid, Kumpel, dass ich dich jetzt hier geschnetzelt habe, aber du hast mich angegriffen. Ist ja jetzt nicht unbedingt das, was ich tun möchte, hier alles gleich umhauen, aber... Oh, mein Getreu ist aufgestiegen. Das ist schön. So, dann gehen wir doch mal hier entlang. Irgendwas brüllt da jetzt gerade hinter uns her. Wenn es irgendwie ein Bär sein sollte, dann ist es umso besser, wenn wir jetzt hier abhauen. Bären sind so ein bisschen unfreundlich. Na, wo ist denn jetzt das Ende von dem Wald? Muss doch hier irgendwo sein. Komm, Löwi. Na, das ist doch mal fein. Oh, hier haben wir wieder so ein Tor. Cool, sind hier wieder Untote? Ja, natürlich sind hier Untote. Warum sind hier immer nur Untote? Aber vielleicht können wir uns an der Seite irgendwie vorbeimogeln. Das ist ja immerhin schräg. Voll das schräge Tor hier. Boah, hier sind ja noch mehr, Alter. Boah, fuck. Okay. Keine gute Idee. Scheiße. Ah, fuck it. Nein. Wir hauen jetzt hier einfach ab. Komm, Löwi. Löwi, komm mit. Löwi. Scheiße, echt. Also die Hälfte der Zeit verbringe ich hier echt damit, immer vor irgendwelchen Viechern abzuhauen. Komm, Löwi. Oh, meine Güte. Okay, hier sind zumindest Rhinos. Vielleicht finde ich hier auch ein Baby-Rhino. Das wäre natürlich geil. Da hätte ich nichts dagegen. Na, sind hier auch kleine Rhinos? Und nicht wieder irgendwelche so Beschiss-Rhinos, wo ich mir dann denke, okay, cool. Ich nehme so ein kleines Rhino-Baby mit, hab dann ein cooles Reittier und am Schluss kriegst du dann wieder so eine komische Hauerbestie raus, mit der man nichts anfangen kann. Oh wei. Ist das hier voll das Rhino-Gebiet? Die sehen alle nicht so freundlich aus. Und hier sind auch noch Wölfe. Alter Schwede. Sag mal, gibt's das hier auch in weniger Scheiße? Oh wei. Komm, Löwi. Wo auch immer du bist. Du kämpfst jetzt nicht mit irgendwas hier. Und wir nähern uns tatsächlich mal wieder dem Turm. Da war ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber gut, die komischen, hässlichen Kackviecher in der Gegend, die waren dann auch ein bisschen abschreckend, ehrlich gesagt. So. Na, jetzt haben wir hier auch eine gute Aussicht. Das ist doch schon mal was. Ja, der Turm ist schon schick. Also irgendwann will ich da schon mal hin. Und hier unten... was ist denn das? Ach ja, hier sind... Hier sind... okay, das sieht schlecht gelaunt aus. Da gehen wir woanders hin. Alter! 2 Sekunden Ruhe und schon hast du wieder das nächste Viech vor der Nase. Und hier ist wieder diese Gegend, die wirklich nicht sehr hübsch aussieht. Oh mein... Und überall sind diese Dinger. Alter Schwede. Die sind doch hier nur eingeführt worden, damit man sich drüber ärgert. Komm, Löwi, wir hauen ab. Das kann doch jetzt nicht sein, dass hier immer nur eklige Viecher sind. Mensch. Das Ödland, okay. Ja, ist schon so ein bisschen abschreckend. Okay, uah. Oh, fuck. Es wird voll hier. Irgendwie. Okay. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen unsere Ruhe. Aber zum Turm gebracht hat uns das natürlich immer noch nicht. Wow. Also die Aussicht ist schon ziemlich böse. Und hier ist auch echt arg dunkel irgendwie. Man merkt gerade, wie so ganz schnell der Tag irgendwie vorbeistreicht und man sich dann fragen muss, okay, lohnt sich's überhaupt hier hinzugehen? Oh, was ist denn das da unten? Ah nee, das ist auch wieder so ein Leuchteskelett da unten, ne? Das sieht aus wie ein Leuchteskelett. Eieiei. Die unschönen Viecher. Ist halt die Frage, wenn ich mich jetzt hier durchwage, was passiert? Ich würde es ja schon irgendwann mal gern testen, aber die Leuchteskelette sind wirklich noch eine Nummer zu heftig für mich. Ah, Mann, Mann, Mann. Ist ein bisschen schade. Also wie so das Zuckerchen, das man vorgehalten kriegt, aber noch nicht essen kann.
weil halt das Level nicht ausreicht. Und ja, seien wir ehrlich, meine Waffen sind jetzt halt auch noch nicht so super geil. So. Aber zumindest mit den Spinnen werden wir fertig. Das ist schon mal was. Aber dass es hier so düster ist. Das ist natürlich ein bisschen schade. Man sieht halt nicht so arg viel. Und hier unten. Hier ist, glaube ich, noch nichts. Aber es sind halt auch einige Skelette da gewesen. Zumindest das letzte Mal, als ich hier war, waren in der Gegend welche. Boah, warum muss das so dunkel sein? Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier mit der Fackel rumlaufen. Das ist so ein bisschen schlecht zum Kämpfen. Schauen wir doch mal, wo wir da noch hinkommen. Boah, muss echt Licht anmachen hier. Das ist schon etwas ärgerlich. Vor allem, wir hatten doch gerade erst die Flut. Also den Sturm. Kann ja nicht sein, dass man wirklich gar nichts sieht. Oder das Wetter wird schlecht, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, hier eventuell mal Sternmetall zu sehen, damit ich auch wirklich eine Sternmetallwaffe basteln kann. Aber das sieht hier echt schlecht aus. Und hier unten sind dann auch gleich schon wieder die fiesen Skelette. Eieiei. Kann man ja mal ein bisschen hoffen, aber leider ist die Hoffnung heute etwas enttäuscht. Boah! Fuck it, was ist das denn hier? Irgendwas schanzt hier schon wieder raus, ja. Es ist mal wieder ein hässliches Rocknose. Aber das ist wenigstens eins. Oh Gott, wie viele sind das denn hier? Alter, könnt ihr nicht woanders hingehen? Ich versuche die Umgebung anzuschauen. Ach Leute, echt jetzt. Komm mal mit, Löwi. Wir können es ja auch von unten angucken. Mei. Ach Gott, ist das ein Stress hier, Mensch. Glücklicherweise ist mein Pferd ausdauernd und kann sehr, sehr viel spurten. Oh Mann, oh Mann. Aber das ist echt böse designt, muss ich sagen. Also gerade die Tatsache... Okay, hier ist ein Wachturm. Ich guck mal auf der Karte, wo wir jetzt sind. Hier, Wachturm. Okay, hier ist offensichtlich ein Plateau. Und ja, hier ins Innere reinzukommen, erweist sich halt doch etwas als komplex. Schon ein bisschen doof. Huch. Oh, ist das hier irgendwie eine Brücke oder so? Sag mal, wo kommen denn die ganzen Viecher her? Das gibt's ja nicht. Nee, das ist keine Brücke. Das ist der Durchgang. Ah. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also meine vor allem. Der Turm. Oh, ich habe den Turm entdeckt. Super. Und da hinten steht auch wieder irgendwas sehr Ungesundes. Gut, gucken wir doch mal, was hier in der Kiste drin ist. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Stahlbarren, nee, Silberbarren. Eieiei. Und hier ist irgendein Killer-Skelett. Eiwei. Nee, ich glaube, das lasse ich jetzt mal in Frieden. Aber der Turm sieht ja schon geil aus. Kann man echt nichts sagen. Ihr seht, ich habe ihn tatsächlich mal entdeckt. Und das Ödland ist direkt drumrum. Ich frage mich, ob hier an jeder Stelle irgendwie so diese Skelette sind. Also so an jedem dieser Vorsprünge. Vielleicht kriegt man bei denen dann auch noch irgendwas Besonderes. Ich weiß es nicht. Ha. Ja, die Versuchung. Die ist sehr stark. Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich ihn anschieße. Oh, es ist ein Einer. Okay. Oh, fuck. Okay, das sieht jetzt nicht so aus, als würde das mit dem Kämpfen so gut funktionieren für Löwi. Wow, was ist das denn hier für ein Riesending? What the fuck, hat der ein Riesenteil? Oh, scheiße. Wow. Oh, das ist jetzt ein bisschen unschön. Komm, Ferdi. Lass uns hier abhauen. Löwi, komm mit. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu ungesund, mit dem Viech zu kämpfen. Alter. Okay, Säure ist natürlich auch nicht nett. Komm, Löwi. Hopp. Mitkommen. Eieiei.
Da will man einmal gegen so ein Skelett kämpfen und was hat's? Säureschaden. Oi. Nicht freundlich sowas. Komm, Löwi. Wo ist er denn? Also ich glaube, ich muss jetzt einfach ein bisschen Abstand hier zwischen uns und diesen komischen Skelett-Heini bringen. Dann wird das schon. Alter Schwede. Also diese Gegend ist wirklich heftig. Puh. Egal, wo man hingeht, ploppt irgendein hässliches Viech hier raus. Boah, und hier sind noch mehr. Alter Schwede. Eieiei. Eieiei. Komm, Löwi, komm. Oh, fuck. Was kommt denn da hinten? Der fette Bison. Oh. Kann ich nicht einfach mal irgendwie so ein bisschen flüchten hier? So ein bisschen. Nee, das ist eine Hauerbestie. Löwi? Komm her, bitte. Ah, Mai. Oh Mann. Ah, da ist er schon. Er hat's geschafft. Es ist ein sehr treuer Löwe. Der macht das schon. Junge, du bist echt gut. Oh, puh. Ja, so viel zum Thema. Wir gucken mal beim Turm, ob wir da irgendwas Nettes finden. Wir haben Dinge gefunden, aber sie waren nicht nett. Leider, es wäre schön gewesen. Ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich mal wieder verabschieden. Macht es gut, habt eine schöne Zeit und bis dahin. Tschö.